So, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Football Manager 2022. Wir spielen wieder in der Bundesliga. Wir spielen heute auswärts gegen Mainz. Bevor es soweit ist, einmal die Information. Unser Spieler der zweiten Mannschaft, Leon Schneider, ist für ein halbes Jahr zum hallischen FC gewechselt auf Leihbasis, kann dort in der zweiten Liga Spielpraxis sammeln und wird nach der Saison zu uns zurückkehren. Und das aber nur am Rande. Wir gucken jetzt mal, wie wir hier rotieren müssen, um gegen Mainz mit einer fitten Mannschaft ins Spiel zu gehen. Keins ist leider immer noch nicht so richtig fit. Aber da hätten wir Marvin Obusch ja tatsächlich für den linken Flügel. Den werden wir da erstmal aufstellen. Pepe brauchen wir aber definitiv auch auf der Bank. Almada ist auch nicht so richtig fit. Da wird Angelo Stiller den Ersatz spielen. Genau dafür haben wir ihn ja geholt. Ich weiß gar nicht, ob er schon Training bekommt. Ja, bekommt Training bereits. Sehr schön. Wer ist denn noch eingeschlagen? Hector ist auch ein bisschen müde. Wobei da tatsächlich viele müde sind. Wir mal gucken. Ah, Katterbach ist auch nicht richtig fit bisher. Das ist alles ein bisschen schwierig hier gerade. Brenner ist müde, da werden wir Thielmann den Vortritt lassen heute. Wir werden Meret für Chabot starten lassen. Mesonero, wie angekündigt, ist hier auf der Bank. Und dann könnten wir fast schon so starten. Vielleicht ziehen wir Schaub noch irgendwie auf die Bank. Wobei. Wo ist denn Leibold? Da ist Leibold. Ach, der ist ja auch nicht fit. Ich vergaß. Ich wollte gerade sagen, Leibold kann doch auch für Hector spielen, aber Leibold ist ja selber angeschlagen. Ebenso wie auch Katterbach. Einen Schaub noch mitnehmen für Almada, dass der mal ein ganzes Spiel Ruhe bekommt vielleicht. Ja, machen wir mal. Wir nehmen mal Almada komplett aus dem Kader für dieses Spiel und lassen dann Schaub ran. Mesonero braucht eine Rückennummer. Der bekommt die 30 meinetwegen. Und dann gucken wir mal, dass wir gegen Mainz hier ein paar Punkte einfahren. Wir sehen ja heute gleich zwei Innenverteidiger, die beim FC mal gespielt haben, nämlich Kilian und Bissek, beide in der Startelf tatsächlich. Wundert mich, dass Bissek sich direkt hier in die Startelf spielen konnte. Wobei er immerhin mit 3,5 Millionen Maximalwert hier steht, aber wir sehen schon, er sollte nur im Notfall gekauft werden. War, denke ich, ganz gut, dass wir ihn abgegeben haben. Mainz mit einer Dreierkette oder Fünferkette, wir haben es eben gesehen. Mal gucken, ob wir die heute durchbrechen können. Stiller mit dem ersten Ball auf dem Flügel Richtung Obusch, der kommt allerdings nicht dran. So der Ball dann bei Mainz. Ecke für Mainz jetzt. Ball kommt rein auf Amidocic, der kann ihn klären. Burkhardt mit dem zweiten Ball. Burkhardt, Timo Horn kann zur Ecke klären, aber der kam nicht schlecht. Guter Abschluss von Jonathan Burkhardt. Nächste Ecke. Bissek, oh, Timo Horn kann ihn klären. Gibt wieder eine Ecke. Diesmal von der anderen Seite. Amidocic klärt und dieses Mal kommt Burkhardt auch wieder an den Ball. Mainz bleibt hier dran, bleibt hier gefährlich. Stach.
Und dann ist es Luca Kilian, der mal den Ball bekommt. Und dann ist das Highlight zum Glück aber auch vorbei. Abstoß Mainz. Kilian auf Bissek. Bisher hat der FC nicht so wirklich Zugriff im Mittelfeld. Oh, Burkhardt ist da durch. Timo Horn ist da und kann wieder zur Ecke klären. Also bis hierhin Mainz auf jeden Fall am Drücker. Und der FC eigentlich ja schon richtig am Schwimmen, könnte man sagen. Amidovic klärt da die nächste Ecke, aber der zweite Ball, der ist wieder bei Burkhardt. Und der marschiert jetzt wieder, schießt allerdings am Tor vorbei. Und damit jetzt mal ein Abschluss für den FC. Die Chance, mal ein bisschen Ruhe reinzubringen, das Spiel selber mal aufzubauen. Das wäre jetzt mal was. Özcan auf Amu. Auf Thielmann. Thielmann auf Easyway. Der macht jetzt mal ein paar Meter, spielt seine Geschwindigkeit hier ein bisschen aus, die er hat. Mit die Flanke rein auf Obusch. Oh, der wird da umgestoßen. Und das wird geprüft vom Schiedsrichter. Ich habe jetzt selber gar nicht gesehen, ob es vielleicht nicht sogar ein Elfer sein könnte. Wird auf jeden Fall geprüft, ob es ein Elfer ist. Prüfung scheint jetzt abgeschlossen zu sein. Und es ist ein Elfer. Marvin Obusch holt hier den Elfmeter raus für den FC. Er schießt ihn, Özcan schießt ihn. Özcan, oh, und Zentner hält den. Ah, ist das bitter. Das wäre jetzt mal die Chance gewesen, hier so ein bisschen den Stecker zu ziehen bei Mainz. Stiller bringt aber jetzt erstmal eine Ecke rein. Wird geklärt. Amidovic mit dem zweiten Ball auf Skiri. Auf Stiller, Stiller im 16er. Hector auf Obusch. Auf Skiri, auf Easyboy, aber der Ball kommt nicht an. Und so wäre das jetzt die Chance gewesen für Mainz, mal einen Konter zu setzen. Augenscheinlich ist das aber nicht passiert, denn sonst hätten wir, glaube ich, hier schon ein Highlight gesehen. Hector mit einem Freistoß. Spielt aber auf Meret, wieder auf Hector. Marin Obusch. Hector. Jetzt müssen wir mal einen Weg nach vorne finden. Meret auf Özcan. Auf Amu, schön gespielt. Wenn Amu den bekommt, so ist es. Kann den Ball vielleicht irgendwie reinbringen. Auf Özcan, der mit dem Abschluss, aber leider am Tor vorbei. Und es geht mit einem Abstoß weiter für Mainz 05. Hector geht die Linie runter. Bringt den Ball auf die andere Seite zu Kingsley Easyboy. Der auf Amu. Amu am Rande des 16ers. Wieder auf Özcan. Wird geblockt. Befreiungsschlag landet bei Burkhardt. Der steht da vorne drin. Aber Amidovic kann den Ball gewinnen. Spielt ab auf Easyboy. Easyboy jetzt mit einem Einwurf auf Amu. Auf Stiller. Obusch. Thielmann. Wieder Amu, aber der geht leider übers Tor. Wieder Abstoß für Mainz. Mainz jetzt im Ballbesitz. Auf dem Weg nach vorne, aber Hector kann diesen Ball abfangen. Spielt zurück auf Timo Horn. Easyboy bekommt den Ball. Und treibt das Spiel wieder an. Geht die Seitenauslinie runter. Ist da jetzt ein 1 gegen 1. Und bringt die Flanke rein. Aber Kilian kann nicht klären. Kilian natürlich ein sehr großer Verteidiger. Ball aber bei Skiri. Spielt ab auf Meret. Hector. Stiller. Ah, verliert den Ball. Burkhardt kann sich da lösen von Meret. Ist da auf dem Weg. Timo Horn kann den aber klären. Hector schlägt den Ball dann weit raus und so die Gefahr erstmal bereinigt. Wir werden mal mehr fordern von der Mannschaft. Das gefällt mir bis hierhin noch nicht. Geht auch schon stark auf die Halbzeit zu jetzt, so ist es.
Ja, wir haben lange keinen Torabschluss mehr irgendwie erzeugen können. Das ist zu wenig von unserer Mannschaft. Mainz mit dem Ball auf den Flügel. Isidui, ja, verursacht dann Freistoß, gibt aber immerhin keine Karte obendrauf. Ball kommt rein, aber Isidui kann ihn auch wieder klären mit Özcan. Er läuft sich den Ball. Charlie Özcan. Da sind mehrere Spieler frei, stellt sich auf Thielmann. Thielmann umläuft da den Gegenspieler, versucht es zumindest, legt zurück auf Obusch, auf Stiller, ah, wird geblockt, schade. Schade, schade. Flankschlag landet wieder bei Burkhardt. Der steht immer vorne drin, kann da jeden Ball irgendwie bekommen. Ja, gibt wieder ein Freistoß. Skiri dieses Mal der Verursacher, aber auch keine Karte. Ball kommt jetzt rein und der ist ganz einfach für Timo Horn, dieser Freistoß dabei. Kein wirkliches Problem dabei. Horn jetzt mit dem Abstoß. Kommt leider nicht an. Und Mainz ist wieder im Vorwärtsgang. Oh, Burkhardt setzt sich da durch gegen Meret und dann macht er das Tor. Da sieht Meret nicht gut aus. Wobei die Mannschaft in großen Teilen bisher nicht so gut aussieht. Es wird nochmal überprüft, aber ich glaube, das Tor zählt tatsächlich. So ist es auch. Wir werden es jetzt gleich nochmal sehen. Ja, Burkhardt läuft da einfach Meret davon. Und kann dann an Horn vorbei dann doch relativ einfach abschließen. Sehen nochmal die Abseitsentscheidung, aber nee, das war kein Abseits. Habe ich auch im ersten Moment tatsächlich so gesehen. Ecke für Mainz. Ball kommt rein. Kilian an die Latte. Ja, die Chancen häufen sich jetzt wieder. Skiri jetzt mittlerweile gelb verwarnt. Wir werden jetzt auf jeden Fall mal wechseln müssen, weil hier einige heute eine ganz grottige Leistung abliefern. Unter anderem Elias Skiri. Da wird Ljubicic kommen. Wir werden Pepe bringen für den linken Flügel. Und auch Meret bekleckert sich heute nicht mit Ruhm. Und eigentlich wollte ich Ljubicic auswechseln, damit der ein bisschen sich erholen kann. Aber Meret spielt so schlecht, dass wir da Mesonero bringen werden. Und viel mehr bringen müssen. Gucken, ob diese Wechsel jetzt fruchten. Widmer läuft Hector ein bisschen davon, aber der Kapitän bleibt dran. Kann zumindest die Flanke verhindern, aber das Zuspiel in den Rückraum dann nicht. Ball wird dann geblockt von Amu. Ball kommt rein auf Burkhardt, kann den zum Glück nicht verwerten, gibt Abstoß für den FC. Werden noch mal mehr fordern. Momentan passiert hier nämlich gar nichts. Und das ist definitiv zu wenig. Da muss mehr kommen. Abstoß Mainz. Isibel kann den klären. Özcan bekommt den Ball. Özcan auf Thielmann. Oh, schön gemacht von Özcan. Thielmann. Ach, wird dann leider geblockt, der Abschluss. Aber das sind Aktionen, die ich hier sehen will. Schön gemacht von Charlie Özcan, schön gemacht von Jan Thielmann. Nur der Abschluss war nicht ganz so gut. Easyway. Auf Ahmedicic. Özcan. Auf Timo Horn. Hector ist da ganz frei. Wird jetzt auch angespielt. Hat viel Platz vor sich. Jonas Hector. Spielt Mesonero an. Özcan wäre frei. Gut, Ball zu Ahmedicic. Der macht ein paar Meter. Spielt auf Amu. Der Ball wird dann geblockt, aber nicht gut. Und so kann Thielmann den Ball dann noch irgendwie abstauben.
Ich weiß nicht, was die Innenverteidiger von Mainz gerade getan haben, aber es war auf jeden Fall nicht sehr clever, das zu tun. Und so kann Thielmann da irgendwie diesen Ball da noch über die Linie schieben, aber das würde ich gerne noch mal sehen, was da jetzt los war. Amedocic legt den Ball auf Amu. Der will ihn reinbringen, die 19 blockt ihn, die 5 dann auch und dann kommt Thielmann doch noch irgendwie dran. Jetzt weiß ich leider nicht, wer hier welche Nummer hatte. Vielleicht können wir es hier sehen irgendwie. Tatsächlich nicht. Oh, der wäre fast auch noch reingegangen. Können wir hier irgendwie. Ich finde nicht raus, welche Nummer das ist. Oh, was war das? Wieder irgendwie so ein Ping-Pong-Ding, was fast noch reingefallen wäre. Jetzt wird es langsam abenteuerlich hier. In diesem Spiel. Hector auf Amedocic, Kilian kann klären. Bissek mittlerweile ausgewechselt, wie scheint. Und Mainz scheinbar jetzt doch ein bisschen mehr in der Bedrängnis. Kilian mit dem Befreiungsschlag Richtung Burkhardt. Mesonero kann den klären, stark gemacht. Özcan mit dem Ball raus auf Stiller. Mit dem Ball rein auf Thielmann, wird geblockt. Pepe mit dem zweiten Ball. Pepe, oh, der macht das Tor. Jawohl. Pepe macht das Tor. Und er steht 2:1 für den FC. Das ist mir durchaus mal ein Lob wert für die Mannschaft. Wir schauen nochmal. Özcan schön raus mit der Verlagerung auf Stiller. Stiller bringt den Ball rein auf Thielmann, wird geblockt. Pepe läuft sich frei und hämmert das Ding rechts ins Tor rein. Grandios. Grandios gemacht von der Mannschaft. Und so stehen dann doch wieder 3 Punkte auf dem Konto. Aber es sind noch 10 Minuten plus Nachspielzeit zu gehen. Und die Mannschaft ist auch müde, das dürfen wir auch nicht vergessen. Mesonero mit dem Freistoß auf Pepe. Pepe im 16er. Pepe auf Stiller. Stiller. Oh, stark gemacht. Zentner kann den Grad noch halten, aber es gibt eine Ecke. Hector bringt die rein. Ball kommt. Amedocic kann sich nicht durchsetzen. Ljubicic versucht den Ball zu erlaufen, aber Widmer bekommt ihn. Ljubicic kann ihn aber abgrätschen, klärt zum Einwurf. 2 Minuten noch. Freistoß FC, Stiller, Ljubicic, Thielmann auf Özcan und wieder auf Timo Horn. Und jetzt ist es eigentlich auch fast rum, würde ich behaupten. So ist es. Da ist der Schlusspfiff. Der FC gewinnt in Mainz gegen Mainz mit 2:1. Starke Leistung von der Mannschaft, zumindest nachdem ich gewechselt habe. Davor war es keine gute Leistung. Aber nach den Wechseln, wir sehen es auch hier im XG-Diagramm, da geht der Pfeil nach oben. Gucken noch mal kurz. Die 5 war Kilian und die 19 war Friedl. Also die beiden haben hier eben dieses komische Tor ermöglicht für Thielmann. Aber gut. Grundsätzlich kann man, glaube ich, zu Recht behaupten, die Wechsel haben sich gelohnt. Pepe 7,9 für Oruç mit 6,2, Ljubicic 7,0 zu Skiri 6,2 und Mesonero 7,0 zu Mire 6,2. Also die Wechsel auf jeden Fall super. Und ich hoffe mal, dass man meinen Nachbarn, der hier wieder irgendwas am Klopfen ist, jetzt nicht so mega laut hört hier. Das wäre sehr schade. Wir werden jetzt auf jeden Fall mal ein paar Spieler verwarnen hier für die Leistung im letzten Spiel. Zum Beispiel Elias Skiri. Werden die mal hier ein Tagesgehalt aufdrücken. Gleiches für Jorge Meré. Und den letzten im Bunde, Marvin Oruç. Auch der bekommt ein Tagesgehalt aufgedrückt für die schwache Leistung. Ja, und bei Oruç schwindet so ein bisschen mein Optimismus langsam. Der hat bisher nicht so die richtig guten Leistungen bringen können. Im Schnitt eine 6,83, aber es
Ja, da muss mehr gehen, um ehrlich zu sein. Aber immerhin haben wir die Punkte mitgenommen. Bayern und Dortmund, Bayern und Dortmund, Bayern und Gladbach spielen beide noch, aber Stand jetzt sind wir punktgleich mit den beiden. Und dann warten wir mal ab, wie es sich die nächsten Spieltage so entwickelt. Von meiner Seite soll es das wieder gewesen sein. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich würde mich noch mehr freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei wärt. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst sehr gerne einen Daumen auf diesem Video. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, dann abonniert gerne den Kanal und aktiviert die Glocke. Wie gesagt, von meiner Seite war es das. Der Nachbar verabschiedet sich mit seinem Geklopfer auch noch hier. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, ich bin euer Palamon vom Team React.